Hallo zusammen! In diesem Video geht es um die Klimaanlage von unserem M3E36. Und zwar, wir haben die im März oder April dieses Jahres neu befüllen lassen, nach dem ganzen Neuaufbau. Und dann mit der Zeit ist die dann schwächer geworden. Wir haben auch gesehen, dass das grüne Kontrastmittel schön rausgelaufen ist vom Klimakompressor. Den haben wir ausgebaut. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie man den Klimakompressor günstig reparieren kann, ohne den auszutauschen. Hier ist der ausgebaute Klimakompressor vom M3. Ich habe den vorher schon komplett zerlegt, um zu sehen, wo er die grüne Flüssigkeit verloren hat. Und das war hier oben an dem Gummiring, ist das Ganze runtergelaufen. Die Sachen, die ich jetzt verbauen möchte, die habe ich schon vorher bestellt. Die sind auch schon gekommen. Das sind diese zwei Gummiringe und der Semmering hier. Der Semmering, der war hier oben im Deckel. Und die zwei Gummiringe, einer ist hier oben verbaut und einer hier unten. Als erstes werde ich diesen oberen Gummiring austauschen. Da einfach mit dem flachen Schraubenzieher reinfahren und den alten rausholen. So, der ist jetzt draußen. Die kann man ganz normal im Internet kaufen. Vorher bitte richtig abmessen. Den inneren Durchmesser und die Breite von dem Dichtring. Nicht, dass man falsche kauft und dann passen die nicht. Ja. Da ist der neue Gummiring, den werde ich jetzt einbauen. So, der ist jetzt drinnen. Als nächstes kann ich weitermachen mit dem Semmering. Den kann man auch im Internet bestellen, aber bitte richtig abmessen, den inneren Durchmesser und die Außen, damit auch der richtige kommt. Ja, der war hier drin im Deckel. Richtig rum einbauen. Ich werde den noch kurz mit dem Öl beschmieren hier seitlich und dann kommt er so in den Deckel hinein. So, jetzt habe ich eine passende Nuss rausgesucht vom Durchmesser des Semmerings hier und damit werde ich jetzt den Semmering hineinschlagen, bis der unten am Boden ansteht. Und so soll das ausschauen. Der steht jetzt unten an. Und hier seitlich sieht man eine Nut. Da kommt dieser Sicherungsring hinein. Und der Semmering wird von dem Sicherungsring dann festgehalten. Den Sicherungsring habe ich jetzt reingesetzt, der ist jetzt drin und ich kann den ganzen Deckel jetzt über die Welle drüber setzen und das geht am Anfang ziemlich schwer, deswegen habe ich jetzt ein bisschen Öl drüber gemacht und dann rutscht es gut rein. Jetzt. Und wichtig ist, dass auch diese Schraube hier, dass die nach oben zeigt, zu den Klimaleitungen. So, jetzt ist oben alles soweit zusammengebaut und ich kann jetzt den unteren Gummiring austauschen. Jetzt drehe ich den Kompressor um, mache den unteren Deckel auf. So, ja, und aufpassen auf diese Stifte. Da ist einer und der andere ist noch drinnen. Dass die nicht verloren gehen. Die braucht man dann noch später. Und ich kann jetzt den Gummiring austauschen. Ja, damit ist die untere Seite auch schon fertig. Und jetzt den Deckel machen, aufpassen auf die Stifte, dass die drin bleiben.
alles eingerostet. Jetzt kann ich die 5 langen Schrauben reinsetzen und richtig festziehen. Das sind Imbusschrauben und aufpassen, dass bei jeder Schraube eine Beilagscheibe ist. Jetzt sind alle 5 Schrauben festgezogen und ich kann jetzt weitermachen hier oben mit der Magnetkupplung. So, da ist die. Dabei muss man aufpassen, dass diese Nut in die Aussparung hier am Klimakompressor einrastet. So. Und oben drüber kommt noch ein Sicherungsring. Das ist der Sicherungsring, der kommt hier hinein. So sieht das Ganze von oben aus. Die Magnetkupplung wird mit dem Sicherungsring festgehalten hier. Die kann sich jetzt nicht mehr bewegen. Und hier an der Seite wird der Stecker festgemacht. Mit der Schraube jetzt hier. Die Halterung, die war drüber über dem Kabel und die 2 Massekabeln, die waren zusammen mit der Schraube und mit der Metallhalterung festgemacht. Jetzt kann ich die restlichen Sachen von der Magnetkupplung verbauen. Und zwar fange ich jetzt an mit dieser Rolle. Die setze ich so rum drüber. Die rutscht auch gut rein. Und dann kommt diese Sicherung obendrauf. Jetzt ist die Sicherung eingebaut. Die sieht diesmal anders aus als die anderen 2. Und dann kann ich jetzt auch schon das letzte einbauen, und zwar das hier. Dabei muss man aufpassen, dass diese kleine Beilagscheibe drinnen bleibt. Hier, die muss da rein, damit das Ganze nicht aufeinander schleifen kann. Ein bisschen kompliziert, die reinzubekommen. Ja, jetzt ist die drinnen. So, es schleift nichts. So ist es in Ordnung. Und zuletzt kommt noch diese, ich glaube, Schlüsselweite 10 Schraube rein. Ja, und damit ist die ganze Arbeit erledigt. Ja, die erste Arbeit ist jetzt damit erledigt. Jetzt muss der Klimakompressor noch ins Auto eingebaut werden. Das sind die Teile, die ich verbaut habe. Der Simmerring hier und die 2 Gummiringe. Da muss man im Internet ein wenig rumsuchen, damit man die richtigen findet. Die gibt es nicht bei BMW zu bestellen, weil die wollen selbstverständlich den ganzen Klimakompressor verkaufen. Diese 2 Gummiringe, die kann man schon bei BMW bestellen. Die sind von den Klimaleitungen, die hier dran geschraubt werden. Die werde ich dann später noch verbauen. Und dann haben wir hier noch diese 3 Schrauben bestellt. Die sind bei uns nämlich rund geworden. Und ja, die muss man jetzt nicht unbedingt bestellen. Die kosten bei BMW auch um die 100 Euro. Die haben wir für 5 Euro jetzt im Internet auch bekommen. Ja, da spart man sich schon jede Menge Geld damit. Und jetzt hier an die Stelle. Hier kommt der Klimakompressor rein mit der Sekundärluftpumpe. Da sind noch die 2 Schläuche von der Sekundärluftpumpe und der Stecker hier. Der Stecker von dem Kompressor ist hier oben. Ja, und jetzt einfach die Dichtringe abziehen, Gummiringe hier erneuern. Der Klimakompressor ist jetzt eingebaut. Und bevor man die Imbusschrauben festzieht, dann muss man darauf achten, dass die Halterung schön in die Passhülsen einrastet. An die letzte Schraube von dem Klimakompressor kommt man ziemlich schlecht dran. Und das ist auch keine Imbusschraube.
Das ist Schlüsselweite 13. Sobald die festgezogen ist, dann kann ich oben die Leitungen dran machen. Da sieht man eine Leitung davon. Und vorher habe ich noch die Gummiringe mit Öl ein bisschen eingeschmiert. Ich kann jetzt die Sekundärluftpumpe einbauen. Da werde ich vorher die Schläuche hier reintun von der Sekundärluftpumpe. Da ist ein großer und ein kleiner Schlauch. So, der zweite kleinere Schlauch ist drauf. So, richtig anliegend. Und dann noch den Stecker nicht vergessen, den kann man jetzt gleich reintun. Beide Schläuche sind drinnen. Der Stecker von der anderen Seite ist auch drauf. Und jetzt kann ich die Sekundärluftpumpe in die Halterung nach oben drücken. Und hier wird eine lange Schraube reingesetzt mit hinten eine Beilagscheibe und Mutter. Und dann hier auf der anderen Seite, da wo die Rolle ist, da wird eine ganz kleine Schraube reingeschraubt. Da ist nämlich ein Gewinde drin und da braucht man hinten keine Mutter zum Festhalten. Und jetzt zum Schluss habe ich noch den Keilrippenriemen eingebaut. Der geht hier über der Luftpumpe rauf bis zu der Spannrolle. Dann hier, wo die Kurbelwelle ist, geradeaus zu dem Klimakompressor und dann wieder runter. Und dann hier mit dem Imbus die Spannrolle nach oben machen und die 13er Schraube festziehen. Und der letzte Schritt von unten ist noch diese beiden schwarzen Abdeckungen einzubauen und von oben die Klimaanlagenschläuche festzuziehen. Ja, und dann bin ich fertig. Dann wird die Klimaanlage neu befüllt, der M3 sauber gemacht und in die Garage eingefahren, weil der bloß bis Oktober angemeldet ist. Und das war's dieses Jahr. Und im nächsten Video geht es dann weiter, höchstwahrscheinlich mit dem Kompakt, V8 Kompakt und mit dem Auspuffkrümmer. Der ist jetzt fertig geschweißt. Ja, und da werden wir ein paar Anproben wieder machen. Dann bis zum nächsten Mal.